Spektakuläre Bilder aus Dietzenbach. Am Mittwochabend ist auf dem Gelände der Firma Kartonplast im Steinberger Gewerbegebiet ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen loderten Meter hoch und waren sogar teilweise in Jügesheim und Offenbach zu sehen. Eine gewaltige Rauchwolke verdunkelte außerdem den Abendhimmel. Mehr als 200 Feuerwehrleute waren bis zu 10 Stunden damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand und den Löscharbeiten niemand. Auch für Anwohner bestand trotz der enormen Rauchentwicklung keine Gefahr. Schadstoffmessungen ergaben, dass die Bevölkerung nicht um ihre Gesundheit fürchten musste. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 6 Millionen Euro.